Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe wieder ein Unboxing für euch und zwar ist die erste Box für das Jahr 2018 von dem lieben Barbara-Team bei mir angekommen. Die habe ich seit dem ersten Tag, also die Barbara-Box gibt es jetzt seit einem Jahr. Seitdem habe ich sie abonniert. Das sind 4 Boxen im Jahr, also pro Quartal gibt es eine Box. Und ja, jetzt ist die erste angekommen für den Monat Januar oder beziehungsweise Januar, Februar, März. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt gleich mal in den Karton rein, weil das erste Produkt liegt gleich oben auf. Und so sieht das Ganze hier aus. Ja, wir haben hier einmal so Badepantoletten, würde ich es jetzt mal nennen. Also sind ganz einfach gehalten, ist jetzt nichts Hochwertiges, sind auch riesen Latschen, muss ich sagen. Also so große Füße habe ich nicht, aber die kann man mit Sicherheit auch ein paar Mal schön hernehmen. Einfach so mit eingecremten Füßen in solche Latschen ist einfach klasse. Dann haben wir hier einmal die Box, die ist diesmal in so einem, ja, so Gelbton, würde ich es jetzt mal nennen. Und ja, da bin ich schon mal sehr gespannt, was hier gleich so drin sein wird. Ja, und hier ist die aktuelle Barbara-Zeitschrift drin für den März 2018. Die kostet ja normalerweise auch 4,20 Euro. Ist an sich ein sehr, sehr schönes Magazin, gefällt mir sehr gut. Ist aber jetzt keins, was ich mir jetzt jeden Monat holen würde. Aber so zum Durchschmökern, wenn es mit in der Box dabei ist, finde ich es auf jeden Fall klasse. Ja, hier ist auch wieder so ein Magazin dabei, aber das legen wir jetzt erstmal auf die Seite und schauen später da rein. So, was mir hier als erstes entgegenkommt, ist so ein durchsichtiges Papier. Und hier ist auch eine Kerze. Also ich denke mal, dass man das hier so zusammenbaut. Können wir auch einfach mal schnell machen. So sieht das Ganze dann aus. Und da wird dann die Kerze hier reingestellt und dann kann man das anzünden. Ja. Dann haben wir hier Karten. Und zwar ganz lustige Karten. Da ist einmal eine Ananas und eine Eule drauf. Das ist auch mega niedlich. Da haben wir eine Avocado und in der Avocado als Kern ein kleiner Igel. Sieht sehr schön aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und dann haben wir noch eine Eistüte mit einem Flamingo. Ja, sind mal richtig süße Karten. Also jetzt auch gerade jetzt für den Sommer, wenn man was verschenken möchte, was verschicken möchte und da einfach so Karten mit rein, finde ich das doch eine super schöne Idee. Dann habe ich hier als erstes von Freiöl ein Figuröl, strafft und festigt die Silhouette für alle Hauttypen. Ich muss ehrlich sagen, Freiöle habe ich noch nie ausprobiert, aber nur Gutes eigentlich gehört. Das kommt hier in so einer leider Plastikflasche daher. Also mir hätte irgendwie so eine Glasflasche jetzt irgendwie besser gefallen. Also riechen tue ich jetzt auf Anhieb nichts. Aber ich denke, dass wenn, dann riecht man das erst in der Anwendung. Aber bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie es so ein Öl ist. Ja. Hier steht drauf, Freiöl-Effekt. Glättet und strafft mit dem Extrakt der weißen Lupine. Anti-Cellulite-Effekt, Mohnsamen-Extrakt aktiviert den Fettabbau 10-mal effektiver als Koffein. Pflegt und verleiht ein samtig zartes Hautgefühl mit Sheaöl und Haferöl. Idealer Begleiter während der Rückbildung nach der Schwangerschaft. Genau, also daher kenne ich das auch, verwenden ja wirklich viele Mamis so ein Freiöl einfach, um Dehnungsstreifen entgegenzuwirken. Ja. Aber werde ich auf jeden Fall mal gerne ausprobieren. Dann haben wir hier drin eine Handcreme
Von Sebamed, intensive Handcreme in Panthenol-Komplex für raue und beanspruchte Hände, regeneriert und spendet intensiv Feuchtigkeit für ein spürbar glatteres Hautgefühl. Genau. So sieht das Ganze hier aus. Sebamed ist eine, ja, eigentlich an sich eine sehr, sehr gute Marke, gerade für die Hautpflege von sensibler Haut, empfindlicher Haut. Und ja, ich denke, die wird auch sehr, sehr gut sein. Ich werde sie mir aber noch aufheben, weil momentan habe ich nicht so raue Hände und ich habe noch ein paar andere Handcremes in Anwendung. Aber ich denke, für nächsten Winter, nächstes Jahr, oder was heißt nächstes Jahr, dieses Jahr, wenn dann der Sommer und der Herbst wieder vorbei ist, dann werde ich die auf jeden Fall verwenden, weil gerade am Anfang vom Winter habe ich immer sehr, sehr Probleme mit meinen Händen. Und ja, deswegen wird die jetzt erstmal eingelagert. Dann haben wir hier drin von Miss Sophie's Nagel Wraps, nennt sich die. Sieht so aus. Ist in so einem richtig schönen Rotton drin. Pansleje M. Fragt mich nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Das ist auf jeden Fall die Farbrichtung. Und die hatte ich schon mal in der Glossy Box drin, diese Miss Sophie's Nail Wraps. Und die funktionieren richtig, richtig gut. Also da freue ich mich auch mega drüber. Jetzt muss ich nur gucken, dass meine Nagelspitzen einigermaßen glatt werden, nicht mehr so ausgefranst sind, wie sie momentan noch ein bisschen sind. Und dann werde ich die auf jeden Fall wieder anbringen, weil ihr klebt die einfach auf den Nagel auf. Der Überschuss wird abgefeilt. Ne? Also ihr feilt den dann praktisch ab und dann einfach mit einem Klarlack drüber. Und dann ist es schon fix und fertig und hält wirklich ewig. Also die halten wirklich richtig, richtig lang. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass die hier in der Box dabei sind. Dann haben wir hier drin von Montagne Jeunesse eine Fußpflege. Glatte Fersen. Ich denke, ist das eine Anwendung oder sind das zwei Anwendungen? Ich denke, das ist eine Anwendung für beide Füße. So sieht das aus. Mit Süßmandelöl bei rissiger und trockener Haut. Ja, das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wenn es jetzt zum Frühling hingeht, wenn man wieder offene Schuhe trägt, dann ist so ein Produkt mit Sicherheit nicht verkehrt. Dann haben wir hier drin ein Taste Nirvana Kyolo-Roh-Kakao-Pulver mit Namhom-Bio-Kokoswasser. Hey, danai. Ungesüßt und ohne Milch. Ja, ich mag Kokoswasser nicht. Ich werde es meinem Freund weitergeben. Ich denke, dass es auf jeden Fall probieren möchte. Ja, ich mag es nicht. Also Kokoswasser ist einfach nicht meins und ich glaube auch nicht, dass Kakao da irgendwas dran ändern wird. Deswegen, ja, ist das jetzt kein Produkt für mich. Dann haben wir hier drin von Lancaster ein Total Age Correcting Dark Spot Corrector and Glow Amplifier. Das sieht so aus. Leuchtkraft verstärkender Dark Spot Corrector. Mit Lichtschutzfaktor 15, Pigmentflecken, Leuchtkraft. Zielt sowohl auf umweltbedingte als auch biologische Ursachen der unerwünschten Pigmentierung der Haut ab, verstärkt gleichzeitig die natürliche Leuchtkraft der Haut. Okay. Also ich glaube, das ist jetzt ein Produkt, was ich mir selber überhaupt nicht kaufen würde, weil ich keine Pigmentstörungen habe. Ja. Ich werde mal schauen. Unter der reguläre Creme. Was das Produkt so kann, ein paar Reviews dazu durchlesen. Und ja, entweder ich verwende es einfach oder ich gebe es dann weiter. Das muss ich mir mal genauer anschauen dann. Dann haben wir hier ein Produkt drin von Olas, Regenerist, innovative Anti-Aging-Pflege, straffere Haut, Tag für Tag, 3 Zonen Anti-Aging-Creme. Genau, Vorteile: eine Anti-Aging-Feuchtigkeitspflege, die für die anspruchsvollen Gesichtspartien, Augen, Kinn, Hals entwickelt wurde, spendet Feuchtigkeit, um die Spannkraft der Haut zu verbessern. Für straffe aussehende Haut reduziert den
Das Ausziehen feiner Linien und Fältchen entfernt abgestorbene Hautschüppchen, glättet und lässt die Haut strahlen. Wie es wirkt, die luxuriöse hautstraffende Formel ist mit dem fortgeschrittenen Aminopeptidkomplex 2 angereichert. Die enthaltenen Anti-Aging-Inhaltsstoffe dringen 10 Schichten tief in die Hautoberfläche ein und erneuern diese Zelle für Zelle, um das jugendliche Aussehen der Haut zu bewahren. Ja, das hört sich doch mal sehr interessant an. Und das werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Einfach als Nachtcreme. Also ich denke, dass diese Creme hier sehr reichhaltig sein wird, aber als Nachtcreme finde ich sowas immer nicht verkehrt. Kommt hier in so einem kleinen Tiegel daher. Ich denke, das ist, oder ich hoffe, dass es eine Probegröße ist. Ja, das ist einfach hier so eine weiße Creme. Riecht ganz neutral, also jetzt einfach nach Creme. Also jetzt kein bestimmter Duft drin, sondern so einfach nach Creme. Genau, ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt. Und zwar ist es von Love, ein Produkt True Me Lip Treatment Oil Day and Night. Ja, ein Lippenöl also. Beautyöl für geschmeidige Lippen mit Sofortschutzeffekt, angereichert mit pflegenden Avocadoöl und Vitamin E zur Anwendung für Tag und Nacht. So kommt das Produkt daher, halt so rum. Eine schöne kleine Tube. Und hier haben wir so einen Applikator, der ist auch sehr, sehr weich. Das Öl hat auch überhaupt keinen Geruch, ist sehr klebrig. Also ich glaube, das bleibt sehr, sehr lange und sehr, sehr gut auf der Haut. Und wie gesagt, überhaupt keinen Geruch und sehr pappig. Also das ist jetzt nicht so, ja, dass es so richtig ölig ist. Ich kann ja mal im Vergleich dazu das hier mal ausprobieren. Jetzt einfach mal hier drauf. Also hier merkt man schon richtig, das ist richtig flüssig Öl. Und es läuft auch über die Hand. Das hat das andere, also dieses Love-Produkt hier überhaupt nicht gemacht. Ja, ist auch ganz anders. Also das ist richtig pappig und das gleitet hier einfach so über den über die Handfläche. So, jetzt habe ich es. Und jetzt rieche ich auch das Öl. Also es hat so einen leicht zitrischen Geruch. Bisschen kräutrig, finde ich. Aber richtig lecker, also richtig angenehm, nicht zu aufdringlich und pflegt halt die Haut auch richtig gut, ne? Also Öl sollte man ja generell auf feuchte Haut auftragen, einfach weil es dann viel besser in die Haut eindringen kann. Das mache ich auch immer so mit meinem Gesichtsöl, dass ich das abends auf die Haut aufgebe und es auf die feuchte Haut halt wirklich aufgebe und das dann einarbeite. Und ja, es macht halt eine richtig schöne, geschmeidige Hand. Also richtig toll. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das nach der nächsten Dusche auszuprobieren. Und auch das wird gleich heute Abend angewendet. Da bin ich auch mal sehr gespannt, inwieweit das die Lippen noch besser pflegt als ein Labello. Ja, schauen wir mal, was das Produkt so kann. Und wir schauen jetzt auch nochmal die Preise an von den einzelnen Produkten. Hierbei handelt es sich um ein Originalprodukt bei 10 ml für 22 Euro. Dann das Figuröl liegt, ist auch ein Originalprodukt, liegt bei 17,85 Euro, also wirklich nicht gerade günstig. Dann haben wir das Love-Produkt und hier sind wir bei einem Originalprodukt auch wieder für 9,99 Euro. Dann haben wir die drei Karten. Haben wir diese drei Karten hier. Die kriegt ihr bei jonaslose.com. Also wen das hier interessiert. jonaslose.com. Drei Stück für 6,90 Euro.
Dann haben wir hier auch ein Originalprodukt für 6 Euro. Finde ich, das geht vom Preis her. Genau, das ist die Olas-Creme. Dann haben wir hier diese Nail Wraps. Die liegen bei diesem einer Set, also 10 Nagel Wraps praktisch, 6 Euro. Dann haben wir die Handcreme von Sebamed. Die ist auch ein Originalprodukt für 4,95 Euro. Diesen leckeren Bio-Kakao mit Kokoswasser-Saft ist auch ein Originalprodukt. Bei 2,49 Euro kostet der. Dann haben wir die Fußmaske. Oder Fersenmaske besser gesagt. Die kostet 1,79 Euro. Genau, und die Geschenke sind die Badelatschen und das Teelicht, was ich hier hinten hingestellt habe. So sieht es dann aus. Genau. Und das war es dann auch schon. Ja, ich habe jetzt mal ausgerechnet, was denn die ganzen Produkte im Gesamtwert ausmachen, inklusive dem Heftchen. Und es sind 82,17 Euro, wenn man diese Produkte ganz normal im Geschäft oder online kaufen würde. Ja, kosten tut die Barbara Box 29,95. Also habe ich hier auf jeden Fall wesentlich mehr Produktwert in der Box drin, als ich dafür zahle. Und man lernt einfach neue Produkte kennen, was ich auch immer ganz schön finde bei der Barbara Box, dass hier auch einfach so ein paar Essenssachen und Getränkesachen dabei sind, auch wenn es jetzt in dem Fall nicht meinen Geschmack trifft. Aber es sind auch sehr hochwertige Produkte dabei und einfach ein schöner Mix und das gefällt mir halt richtig, richtig gut. Und ich mag die Barbara Box richtig, richtig gern und ich freue mich schon auf die nächste Box, die, denke ich, sind die Latschen runtergefallen. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Box. Die denke ich, wird wahrscheinlich im April, Mai sowas kommen. Also fürs nächste Quartal dann. Und ja, ich bin halt schon mega gespannt drauf und freue mich jedes Mal wirklich diese Box auszupacken, weil man nie weiß, was vorher drin ist. Und das macht einfach richtig, richtig Spaß. Und ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Ist absolut kostenlos für euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!